Ich fühle mich ziemlich sicher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier über das Vorderrad rutsche oder irgendeine Art von Untersteuern habe, sodass das Fahrrad einfach meinem Lenkbefehl nicht mehr folgt. Also im Gegenteil, ich habe echt ein gutes Gefühl darauf, ein sicheres Gefühl. Ich kann nur sagen, dass das wirklich sehr angenehm hier zu fahren ist. Also egal ob Asphalt, das Ding funktioniert auch auf Waldboden ziemlich gut. Hi, ich bin Ingo und ich darf heute das Riso Müller Load im Gelände ausführen. Ich bin nämlich gerade mit meiner Frau auf der Suche nach einem passenden Lastenrad, um damit Mehrtagestouren zu fahren und auch vielleicht schöne Tagestouren mit meiner Tochter zu unternehmen und nicht die ganze Zeit nur auf befestigten Wegen rumzufahren, sondern auch mal ein bisschen in den Wald, weil der ist natürlich spannend und in der Stadt sind wir genug unterwegs. Und das kann ich, glaube ich, nicht mit jedem Lastenrad so gut machen wie mit diesem hier. Das wollen wir heute mal testen, wie sich das Riso Müller Load 60 hier im Wald verhält. Hier bei dem Riso Müller Load ist der Cargoline Motor von Bosch verbaut und der bringt natürlich echt starke 85 Newtonmeter auf die Straße. Das ist aber nicht so, dass der jetzt einfach seine Kraft am Hinterrad verpulvert, sondern der ist, die Kraftentfaltung ist echt sehr homogen und sehr gut zu kontrollieren, sodass das Anfahren am Berg mit dem Rad hier trotz dieser doch ja nicht ganz perfekten Reifenwahl für dieses Gelände echt kein Problem darstellt. Also das lässt sich gut bewältigen. Die Sitzposition hier auf dem Lastenrad ist natürlich, sagen wir, recht komfortabel. Der Oberkörper ist ziemlich entspannt nach oben gestreckt, weniger nach vorne wie jetzt bei einem klassischen E-Mountainbike. Der aufrechte Sitzwinkel sorgt eigentlich auch dafür, dass genug Last auf dem Hinterrad ist, sodass die Traktion natürlich hinten auf dem Hinterrad auch stimmt, selbst wenn man jetzt steilere Rampen rauf fährt. Also ich bin jetzt hier im Wald schon einige Abhangsituationen runtergefahren, auch sogar mit ein bisschen Kurven dazwischen. Fährt sich sehr angenehm runter, die Federgabel und der Dämpfer hinten am Heck vermitteln natürlich auch einen guten Grip bieten einen guten Grip und lassen das Rad eigentlich ziemlich ruhig den Berg runterrollen, hatte ich so nicht vermutet. Was natürlich vielleicht noch ein bisschen besser wäre, sind etwas profiliertere Reifen, die dir dann ein besseres Sicherheitsgefühl geben und natürlich auch das Bremsverhalten unterstützen. Aber hier auf so einem moderaten Gelände wie hier jetzt gerade ist das kein Problem, selbst wenn es ein bisschen bergab geht. Da hält auch der Vorderreifen hier guten Bodenkontakt. Also wenn ich jetzt überlegen muss, wie ich mich hier auf diesem Rad im Wald auf unbefestigten Wegen fühle, muss ich doch sagen, ich fühle mich ziemlich sicher. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier über das Vorderrad rutsche oder irgendeine Art von Untersteuern habe, sodass das Fahrrad einfach meinem Lenkbefehl nicht mehr folgt. Also im Gegenteil, ich habe echt ein gutes Gefühl darauf, ein sicheres Gefühl. Ich kann nur sagen, dass das wirklich sehr angenehm hier zu fahren ist. Also egal ob Asphalt, das Ding funktioniert auch auf Waldboden ziemlich gut. Bei dem Riso Müller Load habe ich ja eine Lenkstangenlenkung und keine Seilzuglenkung. Damit ist mein Wendekreis oder der Weg, den ich mit dem Lenker einschlagen kann mit der Lenkung, ist ein bisschen begrenzt. Das heißt aber nicht, dass der Wendekreis hier extrem groß wäre. Ich kenne andere Lastenräder, die einen sehr viel größeren Wendekreis haben. Deswegen ist hier die Wendigkeit bei dem Load 60 echt kein Thema. Also ich kann hier auch ziemlich enge Passagen fahren, ohne den Fuß rauszunehmen oder ohne an den Begrenzer zu kommen, was die Lenkung betrifft. Trotz der Lenkstangenlenkung hier vom Riso Müller habe ich nicht das Gefühl, dass ich ständig das Rad umsetzen muss oder hier in drei Zügen wenden muss auf diesem Weg. Also wenn ich an das Bikepacking denke, da nehmen wir natürlich nicht nur eine Unterhose und ein paar Socken mit, sondern noch ein bisschen was anderes. Und wenn die Tochter dann vorne in der Box sitzen würde, ist die Box natürlich zur Hälfte voll. Ich habe aber ja hier beim Load einen sehr, sehr guten Heckträger, an den ich dann sehr große Gepäcktaschen dran machen kann. Und von daher habe ich hier dann kein Packproblem, sondern kriege jede Menge Zeug mit. Das Einzige, was natürlich das Bikepacking ein bisschen begrenzen würde, ist bei diesem speziellen Modell der eine Akku, weil man natürlich nicht ganz so viel Reichweite
machen kann mit einem Akku wie mit zwei. Aber glücklicherweise hat ja Riese und Müller die Zwei-Akku-Lösung parat. Also wenn ich wirklich auf die Tour gehen sollte, dann mache ich, natürlich nehme ich dann einen zweiten Akku mit oder gehe direkt auf das 1000 Wattstunden Modell. Damit habe ich dann selbst hier mit Ladung vorne drin und ein paar Steigungen, ach, ich würde jetzt mal schätzen, so gute 80 Kilometer Reichweite drin und dann reicht es wahrscheinlich auch mir und der Tochter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das Rad benutzen möchte, um damit Tages- und Mehrtagestouren zu machen, vielleicht mit einem Kind vorne drin und nicht nur Gepäck, sondern auch einer zweiten Person, dann muss ich natürlich ein bisschen auf das maximale Gewicht gucken, was ich da reinladen kann. Meine Tochter mit 7 Jahren wiegt roundabout 25 Kilo, habe ich also vorne noch 40 Kilo übrig und hinten 15 Kilo Gepäck, maximale Zuladung. Das reicht in jedem Fall für alles, was man dabei haben muss bei einer Tagestour und so auch bei einer Mehrtagestour, würde ich jetzt schätzen. Da ist das überhaupt kein Problem. Natürlich bedeutet das gleichzeitig, dass wenn ich viel Gepäck dabei habe und dann auch noch auf unwegsamem Gelände unterwegs bin und einige Steigungen überwinden muss, dass mit einem Akku die Reichweite doch relativ begrenzt ist. Also da komme ich vielleicht so auf, im besten Fall auf 40 Kilometer. In einer Mischung aus Tour- und Sportmodus. Das wäre mir dann vielleicht für eine Eintagestour auch ein bisschen zu wenig. Das heißt, da lohnt es sich schon, dann vielleicht die Zwei-Akku-Variante zu wählen, die es bei Riese und Müller gibt. Wenn ich natürlich viel Gewicht dabei habe, muss man auch noch mal ein bisschen Augenmerk auf die Bremsen legen. Wir haben jetzt hier an dem Modell Bremsen von TRP verbaut, C23er. Die haben hinten eine 200 mm Scheibe und vorne eine 180er. Das reicht für diese Anwendung hier, wie wir die heute erlebt haben, völlig aus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mehr Bremspower brauche, aber die TRP sind auf jeden Fall sehr, sehr kraftvolle Bremsen, wo ich also keinen Grund sehe, warum man da auf ein anderes Modell gehen sollte. Der Bosch Cargo Line Motor verfügt ja auch über eine Schiebehilfe. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich eine Rampe hoch muss, wo ich nicht mehr hochtreten kann, kann ich natürlich die Schiebehilfe hier über die Steuerung dazu schalten und der Motor unterstützt mich beim Hochschieben. Es würde mich aber wundern, wenn man eine Steigung findet, die man mit dem Turbo-Modus nicht bewältigen kann. Dadurch, dass das Riese und Müller Load 60 und auch 75 hinten gefedert sind, hat man einfach immer perfekte Traktion am Berg. Also das ist schon ein bedeutender Unterschied, der jetzt nicht nur die Fahrstabilität begünstigt und auch den Komfort erhöht, sondern einfach auch die Traktion verbessert. Natürlich gibt es dieses Rad auch in unterschiedlichen Varianten. Also ich kann hier die Box komplett weglassen. Ich kann hier einen Kindersitz reinmontieren. Ich kann eine Babyschale reinmontieren mit einer entsprechenden Halterung. Ich kann aber auch eine geschlossene Box fahren und nicht nur hier diese Persenning. Ich kann, wenn ich eine Sitzbank habe für ein Kind, auch einen Regenverdeck da drauf machen. Also habe ich hier verschiedenste Möglichkeiten bei Riese und Müller auszuwählen, was auch immer einem am besten passt. Die Frage, die ich mir anfangs gestellt hatte, ist, kann ich mit diesem Rad so entsprechende langen Strecken, Mehrtagestouren fahren mit meiner Tochter vorne drin. Auch außerhalb der Stadt, außerhalb von befestigten Wegen. Und mein Fazit ist ganz klar, ja, kann ich. Also das Rad hat super Spaß gemacht, es hat mir ein sicheres Gefühl gegeben. Ich habe genug Zuladung. Es ist einfach ein richtig gutes Lastenrad, auch abseits befestigter Straßen. Also wenn ihr jetzt auch Lust auf das Load 60 oder den großen Bruder, das 75, bekommen habt, schaut in die Videobeschreibung. Dort haben wir einen Link für euch hinterlegt, der euch zu dem nächstgelegenen Emotion Shop führt. Und probiert das Rad aus, es macht richtig Spaß und dann sage ich bis bald.